Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom europäischen Truck Simulator Nummer 2. Und zwar gab es nach einigen Update-Problemen bei mir ein kleines Problemchen auch, was den Multiplayer betrifft. Also ich kann zurzeit kein Multiplayer spielen. Und unsere Let's Play-Welt, also die TSM, die ist wahrscheinlich mit diesem Update auch nicht mehr so aktuell, wird nicht mehr so wirklich unterstützt. Und deswegen gehe ich auf meinen Account hier ein, den ich, also mein erster Account, den ich schon Ewigkeiten spiele, und dass wir ihn noch ein bisschen ankurbeln. Oh, so. Des Weiteren gibt es noch ein paar Änderungen. Ihr seht es gerade hier. Mein Nummernschild hat sich etwas geändert. Ihr werdet bestimmt schon herausgefunden haben, dass dieses deutsche Kennzeichen im ETS so noch nicht vorhanden ist. Es ist einfach aus meiner alten Heimat. Und hier oben seht ihr jetzt auch mein Logo. Wenn ihr euch fragt, wie ich das eingefügt habe, ist ganz, eigentlich ganz einfach. Ich habe mir nämlich, das hängt mit dem Nummernschild auch zusammen, über World of Trucks. Müssen wir einfach mal World of Trucks bei Google eingeben und da könnt ihr euer eigenes Nummernschild entwerfen für den ETS und für den ATS. Völlig kostenlos, finde ich super. Das könnt ihr dann auch alles sehen im Einzelspieler und Multispieler. Ihr wisst, wie ich das meine, Mehrspieler. Ja, und ich würde jetzt sagen, wir fangen einfach mal an. Wir fahren jetzt mal hier los. Ich habe mich jetzt mal hier mal kurz auf der Karte nachschauen. Wir sind jetzt in der Banská Bystrica. Und das ist hier unten in Ungarn. Ihr seht, wenn ich hier gucke, hier habe ich schon sehr viel aufgedeckt. Und ihr seht auch, dass leider hier unten nichts dabei ist. Also müssen wir auf einen alten Spielstand gehen. Und das ist dieser. Wenn ich da jetzt auch mal die 2, nee, 3, 4, anders 5, 6, 7, 8. Nee, so. Ist schon schön. Dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Eingabe. Wir können nach Lille, Rotterdam, Bremen und Malmö. Rotterdam, Bremen. Fahren wir nach Bremen. Warten wir mal auf. Und dann kann ich euch gleich noch ein paar Features zeigen, die jetzt neu im Spiel hinzugefügt wurden. Erstmal, was fahren wir? Wir fahren 11 Tonnen geräucherten Aal. Okay. Also 0-0. Wir sind jetzt hier lang. Jetzt kommt nichts. So, ich fahre jetzt mal über 50 km/h. Jetzt guckt doch mal auf den Kilometerstand. Also auf dem Kilometerzähler. Oh. Und na, ich zeig das mal auf der Landstraße. Da kann man das vielleicht besser erkennen, wenn ich das auf der Landstraße habe. Das ist ja grün. Wenn jetzt hier keine Ampel in der Nähe ist, würde das gehen. Aber wir haben jetzt hier auch eine Ampel.
Jetzt kann ich zum Beispiel zeigen. So, und da wird die Kilometer pro Stunden Anzeige rot. Wir wollen es nicht, dass sie rot wird, deswegen bleiben wir. Ah, ich schau runter. Dieser. Des Weiteren kann man im World of Trucks eben das Nummernschild umstellen. Und dieses Nummernschild kann man auch beliebig für jedes Land einsetzen. Also wenn man jetzt kein deutsches Nummernschild haben möchte, dann nimmt man eben ein dänisches oder ein englisches oder was weiß ich, ein französisches, ein belgisches, ein polnisches. Es gibt wirklich alles. War ein Blitzer. Lässt uns rein, Dankeschön. Wird gar nicht auf die Uhr geguckt. Mensch, Mensch, Mensch. Zwar kann man da auch noch vieles weiteres einstellen, weil ich hatte ja gesagt, das geht nicht nur für den für die ETS, sondern auch für den ATS, also den amerikanischen Truck Simulator. Kann man dann zum Beispiel auch die verschiedenen Bundesstaaten einstellen. Zurzeit sind das eben nur zwei. Eben Kalifornien und Nevada. Die Folgen so circa 20, 30 Minuten halten. Vorne kommt eine Kreuzung. Hier vorne kommt eine Ortschaft. Da kommt anscheinend nichts. Vorne muss man dann abbiegen. Nach Krakau. Obwohl, warte mal, wir bleiben mal stehen. Gucken wir kurz auf die Karte. Könnten ja auch mal eine andere Route fahren, wie zum Beispiel hier lang. Weil da haben wir einiges, was wir noch freischalten können. Genau. Upsala. Fahren wir mal hier geradeaus. Fahren wir mal ein bisschen Landstraße. Die Gegend hier schaut doch richtig schön aus. Also hier fahr ich mal ran. Oh, da hört man so richtig, wie das Wasser rauscht. So, jetzt soll ich nochmal hier.
den weg, dann den weg. So, ein bisschen ran. Verloren. Wie die Bremse sieht richtig lustig aus. Da ist es um. Wir fahren weiter. Licht aus. Ich glaube, das sind so circa 10 Minuten um. Wenn wir wirklich mal Licht anmachen. Ist ein bisschen dunkel im Schatten der Berge. Aber es sind schöne lange Kurven, muss ich sagen. Schlafen, mach du Heimatland. Dann habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Wann ist denn hier die nächste Pause? Nächste Pause in 1 Stunde 30 Minuten. Du Heimatland. Ach du Heimatland. Schon auf 0% Schaden. Ah, guck mal, da vorne kommt auch eine Raststätte. Das ist sehr gut. Die nutzen wir doch gleich mal. Upsala. Nicht so auf den Seitenstreifen bzw. auf die gegnerische Fahrbahn. Werden wir hier mal ein bisschen langsamer. Hier dürfen wir nicht rein, wir müssen auf der anderen Seite rein. Tanken muss man nicht. Aber hier. Hier müssen wir hin. Und E. Mutter aus. Und oh, da wird's Nacht. Und dann schalten wir den Motor wieder ein. Ja, ganz schön düster hier jetzt, ja. Wie lange haben wir noch Zeit? Jetzt nächste Pause erstmal in 11 Stunden und Restzeit 27 Minuten. Haben wir 10 Stunden geschlafen? Kann das sein? Da sieht man mal, was man hier alles so einnehmen kann. Im Hintergrund irgendein Flaschenklacken hört, das ist mein Handy. Das habe ich jetzt vor der Aufnahme vergessen, stumm zu schalten. Oh, die Lichtnummer, die wurden verbessert, oder? Lalalala, warum steht denn hier ein Bus?
ich nicht so schnell hoch. Schon wie die Kurve hier ausschaut. Hier ist aber schon Überholverbot. Die Kurven sind jetzt vorbei. Oh, hier kommt eine kurze Kurve. War auch noch eine Haltestelle gewesen. Schon in Deutschland? Nee, oder? So, aber dann, die kommt eine sehr, sehr, sehr enge Kurve. 50 ist hier erlaubt. Hohoho, was ja vor Serpentinen manchmal sind, ne? Manche gehen ja wirklich voll auf die Klötze. Alter, ist das eine enge Kurve? Das ist eine enge Kurve. Bremsen hier. Geht's weiter nach unten? Wir sind noch nicht in Deutschland. Aber hier ist ein Sonnenblumen. Hier sind Sonnenblumen. Da ich nicht wirklich weiß, wenn ich die Folge angefangen habe, werde ich jetzt erstmal diese Folge hier an dieser Stelle beenden. Mir fällt jetzt noch über den Bahnübergang hier. Der gerade nicht in Betrieb ist. So, weil wir jetzt eh schon abgebremst sind, stellen wir uns jetzt hin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.